Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Feingeister, zu einer weiteren Ausfolge Whisky der Woche. Wieder hier in unserer schönen Tasting Lounge in Mömpris im Feingeist. Hab's ja letzte Woche schon angesprochen. Dadurch, dass ich jetzt auch für Refiner Fassprojekte gestartet habe, widme ich mich jetzt nochmal, um dem Ganzen das ganze Revue passieren zu lassen. Was haben wir schon gemacht? Und was ist vielleicht mal interessant für eine zweite Auflage? Oder was heißt zweite Auflage, um auf die Art was zu machen? Widme ich jetzt einfach nochmal den aktuell noch verfügbaren Refinern. Natürlich zu denen ich so noch keine Publikationen gemacht habe. Ja, macht ja keinen Sinn, das Video ein zweites Mal. Da sind wir heute gelandet. Beim ersten, glaube ich, Refiner, der rauskam, nachdem ich hier angefangen habe, vor anderthalb Jahren sowas, wahrscheinlich mittlerweile länger, naja gut, wie auch immer, unser Secret Isla, der Rins of Isla. Wir dürfen hier, wie gesagt, nicht erwähnen, wo er herkommt. Er ist 9 Jahre alt und lag bei uns für 5 Monate in einem Tawny Portweinfass und ist abgefüllt worden, wie alle Refiner, in natürlicher Fassstärke, nicht kühlfiltriert und natürlich nicht gefärbt. In dem Fall war die natürliche Fassstärke 51,9%. So viel sei mal vorneweg gesagt, unser Secret Isla ist kein nichtrauchiger Isla, weil dann gäbe es nicht mehr so viele, die es noch sein könnten. Wir haben den rauchigen, das weiß ich, weil ich kenne ihn natürlich. Ich mache euch da wie immer nichts vor. Ich mag das Geräusch, Korken aus der Flasche ist immer schön. Genau. Das ist auch wieder wie letzte Woche. Ihr habt die mit Sicherheit auch schon mal, der ein oder andere, hier ein Gläschen davon gehabt. Wir sehen hier eine schöne Farbe, ist ein leichter Rotstich mit drin, erinnert so ein bisschen an Kupfer. Genau, wie schon gesagt, Tawny Portweinfass, insgesamt 9 Jahre alt. Und da werde ich mich jetzt mal dem Ganzen hier widmen und schauen. Diesmal kann ich natürlich wenig Hintergrundinfos geben zur Distille, weil wir dürfen nicht sagen, wo es herkommt. Aber wie gesagt, Schottland, Isla, gibt es ja ein paar Distillen. Und dann widme ich mich doch dem Ganzen mal. Ja, wir haben hier im ersten Moment rote Früchte, die wir dem Portwein eben verdanken können. Also nicht dem Portwein, der drin ist, sondern dem Fass, das verwendet wurde. Eine leicht mineralische Note ist auch zu finden. Und natürlich ein Rauch. Wobei der Rauch hier in der Nase super dezent ist, sehr, sehr weit im Hintergrund liegt. Und da auch nicht wirklich Torf, sondern Rauch. Und das erinnert auch nicht so, ich sag mal, medizinisch scharf, sondern hier ist schon eher was drinnen, wo ich sage, ja, so ein Lagerfeuer. Und ich habe hier eine frische Note auch noch mit drin. Geht für mich so ein bisschen, ja, ein bisschen so Pfefferminz habe ich jetzt hier tatsächlich. Ja, ich denke, das war auch so das Wichtigste. Nee, sonst finde ich jetzt hier auch nichts. Auch schön, trotz der noch relativ niedrigen Prozente für eine Fassstärke mit 51,9. Der zieht natürlich wunderbar Schlieren im Glas. Sehe ich immer ganz gern. Das Auge trinkt natürlich mit. Und dann wünsche ich euch eins Lansche. Ich mag den wirklich. Der war lange Zeit mein Top-Favorit unter den Refinern, die ich kenne. Bis jetzt zu unserem aktuellen tatsächlich. Der ist im Geschmack deutlich kräftiger, deutlich intensiver, als man ihn von der Nase her erwarten würde. Habe ich, glaube ich, bei der Nase gar nicht erwähnt. Er ist sehr nicht dünn, aber sehr harmonisch in der Nase. Er schmeichelt der Nase sehr. Was jetzt erstmal nicht drauf schließen würde, dass wir hier einen Whisky haben, der wirklich einen sehr kräftigen Antritt hat. Das hat er allerdings, hat er definitiv. Im Geschmack jetzt, ich habe es ja in der Nase erwähnt, der Rauch ist da, aber er ist deutlich im Hintergrund. Im Geschmack kommt der Rauch etwas mehr zur Geltung, ist aber noch immer kein irgendwie
super heavily peated, Isla, ich schmecke nur noch Torf und Rauch, das auf gar keinen Fall. Ich habe hier immer noch im Vordergrund wieder auch die roten Früchte. Hier jetzt eine frische Note, wobei die geht jetzt im Geschmack, für mich geht die frische Note mehr so ein bisschen in Richtung Anis. Wir haben eine schöne, also für mich eine schöne Menge Tannine, Bitterstoffe aus dem Holz und da auch eben eine schöne Würze noch mit aus dem Holz rausbekommen. Finde ich hervorragend. Der Rauch, der zwar präsent ist, aber nicht, ich sag mal, dominierend wirkt, der wird allerdings zum Abgang hin dominierender. Im Abgang habe ich jetzt noch den Rauch, den Torf, auch hier erinnert es wieder eher an ein Lagerfeuer als an was phenolisch, medizinisch Scharfes. Und im Abgang bleibt von der Frucht nur noch so ein bisschen die Süße, ist aber super angenehm. Und ich merke gerade jetzt so, mit ein bisschen Luft kommt auch so ein ganz kleiner Hauch Vanille wieder mit dazu. Ich würde jetzt auch gerade, weil ihr wisst, der erste Schluck harten Alkohol am Tag ist manchmal fehlleitend, deswegen noch einen zweiten probieren. Ja, und jetzt habe ich das, was ich im ersten Schluck vermisst habe, voll drin, weil ich kenne den eigentlich ganz gut. Ich habe hier auch wieder eine mineralische Note drin, die so ein bisschen, ja, doch einfach so ein bisschen maritim wirkt, so ein bisschen salzig, maritim, mineralisch. Was jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich ist für die Region, wo der Whisky herkommt. Aber ansonsten, habe ich alles gesagt, die roten Früchte sind immer noch da, fallen mir im Geschmack, gehen die für mich so ein bisschen Richtung Kirsche. Im Geruch sehr undefiniert. Da würde ich mich jetzt nur ungern auf eine spezifische Frucht festlegen müssen. Im Geschmack definitiv die Kirsche, diese frische Richtung Anis, angenehme Menge Tannine, mag ich sowieso gerne im Whisky, wenn es nicht drüber ist, macht Spaß. Richtung Abgang, der Rauch, der immer etwas kräftiger wird und dann bleibt, ist ein schöner Whisky. Von der Mundtextur her hat er was leicht Öliges, ist immer schön, habe ich sehr, sehr gerne. Also die unter euch, die noch nicht probiert haben, probiert das Ding wirklich. Ihr müsstet den auch, ihr kriegt die Links natürlich wieder unten drunter. Den gibt es definitiv auch in kleiner Form zum Probieren als Sample, 10 cl. Oder eben die ganze Flasche oder ihr kommt hier vorbei. Wir haben auch immer eine offene Flasche davon an der Bar stehen. Das ist dann die hier. Ja, probiert den. Ich finde den top. Wie gesagt, war lange Zeit für mich der schönste Refiner. Wir haben jetzt allerdings in meinen Augen einen anderen sehr, sehr schönen rausgebracht. Aber tut ihm nicht schlecht. Dadurch wird er nicht schlechter. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und ja, genießt die schönen Whiskys. Euer Daniel.